Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich bin schwach geworden und habe beim Glossy Sale zugeschlagen und ich habe mir eigentlich 6 Boxen bestellt plus meine Glossy Box Girls, eigentlich die Oktoberversion, aber ich weiß nicht, welche davon das sein soll. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir so ein bisschen mal stöbern zu gehen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Insgesamt habe ich für diese 7 Boxen, die hier vor mir stehen, 105,55 € bezahlt, weil es da auch irgendwelche Rabatte, Angebote, Schlag mich tot gab. Ihr könnt auch bei Glossybox, wenn ihr dort ein Abo abschließt oder so, mit meinem Code ClaudiaRSQ, das ist so ein Freunde werben Freunde-Code, auch ein bisschen was sparen. Ich hatte meine Kooperation mit Glossybox, habe ich nicht mehr. Und ich würde einfach mal sagen, wir stöbern mal so durch und ich kann ja mal Vermutungen anstellen, welche Box zu welchem Angebot passen könnte. Denn das ist ein bisschen mysteriös, muss ich sagen. Also das erste, was ich bestellt habe, ist die Glossy Mystery Box 2023 Germany. Die habe ich für 21,26 € bekommen. Und vielleicht ist das diese hier. Ich weiß es nicht. Also ich habe hier wirklich so ein... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das hier handhaben soll. Eigentlich habe ich hier Platz auf dem Tisch, aber jetzt schon wieder weg. Genau, also das ist die Glossy Box Be Different, Be Real offensichtlich. Und wir machen jetzt auch einfach mal relativ schnelle Unboxings. Und da hast du auch noch das digitale Magazin mit dabei, sofern das noch verfügbar ist. Das muss man mal gucken. Und also ich habe euch jetzt ja auch letztens mal ein Video hochgeladen, wo ich euch Infos zu den ganzen Boxen mal gegeben habe, die es auf dem Markt gibt. Und es gibt bei manchen Firmen auch immer wieder so Mystery Sales und Glossy Box ist da ganz vorne mit dabei. Man muss manchmal ein bisschen drauf achten, wie alt sind die Boxen und sind da Produkte vielleicht schon von abgelaufen. Deswegen ist es manchmal so, dass die halt im Sale landen und günstiger geworden sind. Ich habe hier allerhand drin. Also das ist halt wirklich eine irgendeine Special Box. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht eine Glossy Box Girls oder so war. Nö, das steht aber nicht drauf. Ne? Be Different, Be Real ist hier die Box gewesen. Nee, das ist nicht eine... Nee, das ist nur eine Sonderedition. Okay, Bubble Tea Body Scrub Watermelon finde ich persönlich super. Also finde ich wirklich klasse. 100 ml. Ich mag gerne Wassermelone und Körperpeelings finde ich auch großartig. Genauso finde ich auch toll, so ein Elemis Pro Collagen Cleansing Balm mit da drin zu haben mit 20 Gramm. Double Cleansing und ich sind halt ganz große Freunde. Als nächstes habe ich hier so ein ganz, ganz hochpreisiges Produkt von Symbiosis London mit Hyaluronsäure und Shea Butter. Ist es nämlich ein Ultra Rich Regenerating Night Treatment mit 50 ml. Also das dürfte dann eine Nachtcreme sein. Hier ist wirklich viel drin. Die Great Length Mascara von Botanic Beauty ist hier auch noch mit dabei. Da steht hier auch kein MHD oder sowas drauf und das ist auch eine Originalgröße. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Dann können, ja genau, die Produkte, die hier auch in den Boxen drin sind, könnte ich natürlich auch in meinen Full Face Beauty Boxen mit reinpacken, was ich immer mal wieder schminke. Das Mood Changing Lip Oil von Kinder Beauty habe ich hier auch mit dabei. Ist eine Originalgröße mit 2,5 ml, wird bei mir aber leider wirklich pink. Also das ist, upsala, nicht ganz so meins. Brave New Hair ist es, das Balance Sculpt Tonic mit 75 ml. Sowas finde ich schon wieder gut. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich habe öfters mal Probleme mit meiner Kopfhaut. Das ist auch ein tolles Produkt. Der Schutzengel von Got2b. Das hier waren jetzt wie viel? 75 ml von dem Hair Tonic. Genau. Und hier haben wir auch eine Reisegröße mit 75 ml. Das ist auch ein ganz, ganz toller Hitzeschutz. Also habe ich damals auch sehr viel verwendet. Eine Lidschattenpalette ist hier sogar noch mit dabei. Von e.l.f. ist das die Berry Bed Palette, das ist so ein Quattro, auch süß. Für mich jetzt nicht ganz so überwältigend, aber es ist schön, dass es hier mit drin ist, weil Lidschattenpaletten hat man eigentlich ganz gerne in Beautyboxen. Und von Dr. Barbour hier noch ein Megaprodukt, Calming and Strengthening Beta-Glucan Power Serum Impulse. Also das sind 7 Ampullen von Dr. Barbour und das hat auf jeden Fall einen derben Wert. Also damit habe ich schon fast die Hälfte, also mit dem Produkt habe ich eigentlich warenwerttechnisch schon das raus, was ich für alle Boxen zusammen bezahlt habe, weil das glaube ich auch irgendwie um 100 €, ne, immer als Wert ausgerufen bekommt. Aber das ist halt auch wieder so eine Marke, die sehr hohe Werte hat. So, als nächstes habe ich hier vielleicht die Summer Dream Box, für die ich 21,25 € bezahlt habe. Bin mir aber nicht sicher. Hier habe ich die Perfectly Imperfect Box. Genau, das war die schöne, die hier so einen Spiegel mit drin hat, wo drin steht, dass man hübsch ist und dass alles wundervoll ist. Dann
Also das war sehr speziell, fand ich cool. Also vielleicht ist es diese, ne? Ich weiß es nicht. Ich werde es noch irgendwie versuchen einzuordnen. Hier habe ich ein paar Sticker mit am Start, das ist nett. Dann Perfectly Imperfect hast du hier auch noch das digitale Glossy Magazin. Ja, wir sind hier auch ein bisschen mit dem Motto abgeholt. Und also ich dachte halt von der Farbe her könnte vielleicht die Summerbox gewesen sein. Oh, guck mal. Hier haben wir auch einen guten Inhalt, aber das dürfte eigentlich eine reguläre Monatsbox sein. Das hatte ich schon mal. Lichtschutzfaktor 15 ist ein bisschen wenig, aber als Bodylotion finde ich das im Sommer sehr schön. Hawaiian Tropic Satin Protect, das ist ein Lichtschutzfaktor 15. 100 Milliliter sind hier drin. Riecht unfassbar gut, also ganz, ganz toll. Dann von Shelbens ein Nacht Repair Konzentrat für Zellregeneration. Ist nice to have. Ja, ich bin dann eher so ein Fan davon, normales Serum zu verwenden. Nee, das ist keine normale Monatsbox. Da sind hier viel mehr Produkte drin. Naja, Daily Concepts, Daily Round Silicone Scrubber habe ich hier auch noch mit dabei. Das ist so ein Pad, womit du dann dein Gesicht peelen sollen kannst. Du kannst es aber auch verwenden, einfach um deine Pinsel zu reinigen. Ich habe ja diesen PMD Rose Quartz. Da habe ich auch solche Noppen dran, was ich ganz schön finde. Genau. Dann habe ich hier auch noch einen Blush mit dabei. Den habe ich jetzt auch schon mehrfach immer mal wieder da gehabt von Pixi. Dieser Peachy Honey. Ich glaube, in so gut wie jedem Mystery Boxen Sale ist der in irgendwelchen Boxen drin enthalten. Das ist echt so ein, weiß ich nicht, und täglich grüßt das Murmeltier-Produkt, ne? Also habe ich, glaube ich, sogar noch in meiner Sammlung, bin mir aber nicht sicher. Dann den Mood Balm von Kindle Beauty, auch wieder hier pH Reacting, also das wird auch wieder schön pink werden auf meinen Lippen. Nope. Dann für den perfekten Zopf habe ich hier auch noch was mit dabei, Special Edition, ein Pony Puffin. Ja, genau, da kannst du dir diesen Pony Puffin in deinen Pferdeschwanz reinmachen und hast dann etwas mehr Volumen da hinten. So, und dann ist hier noch ein bisschen Werbung drin. Hör auf dich, Glossy, Bookbeat, Schlag tot, das brauchen wir nicht. Ist wahrscheinlich eh abgelaufen. Ja, ist eine solide Box. Kann man machen. Ne? Ist ganz süß. Ich mochte hier auch den Spiegel sehr gerne, als ich die ausgepackt hatte. Ich weiß nicht, war das eine Sonderedition? Das werde ich auf jeden Fall ja auch herausfinden. Das nächste, was ich hier habe, könnte meine... Also ich habe ja auch die Glossybox Girls Oktober Smile Edition bestellt für 18 Euro. Da das hier eine Glossybox Girls ist und ich von der anderen, die hier drin sind, zwei habe, da kommen wir gleich noch zu, habe ich gedacht, dass das hier dann auch die Oktober Edition ist. Ich habe ja nicht reingeguckt, ich habe nur mal den Deckel so ein bisschen abgenommen, um zu gucken, was ist das überhaupt für eine Edition. Könnte das zum jeweiligen Mystery-Thema passen? Let It Glow. Ja, liefer dir die Winter Beauty Essentials, die du zum Strahlen brauchst. Das kann auf jeden Fall passieren, dass wir hier die richtige Box dann auch jetzt gerade erwischt haben. Und hier ist eigentlich etwas drin, und zwar mein Wimpernserum, das Grande Lash. Und deswegen habe ich die Box eigentlich bestellt, weil es kostet allein schon richtig viel Geld. Und ich brauche es sowieso immer mal wieder. Und genau, hier habe ich dann einmal den Inhalt der Box und dann schauen wir mal rein. Mermaid and Me ist hier mit dabei, die Haarmaske Magnolia Dream. Okay, ja, eine Haarmaske ist auf jeden Fall immer eine gute Sache, kann ich gut gebrauchen, beziehungsweise die müsste ich sogar noch da haben, 140 Milliliter, kann man gut machen. Dann habe ich hier von Sleek Matte Me Ultra Smooth Lip Cream mit 6 Millilitern. Das ist jetzt nicht so mein Vibe, also die sind ja auch schon Asbach, die Dinger, ne? Also ja, also ich weiß, viele fahren darauf ab. Ich bin jetzt nicht so der Fan von diesen Sleek Liquid Lipsticks, weil die mir wirklich zu trocken sind und ich dadurch halt wirklich sehr, sehr staubige Lippen bekomme. Ein Quattro von Alverde haben wir mit dabei. Das ist dieses hier, ja, einfach so ein blaues, ne? Kann man machen. Habe ich aber in anderen Paletten als deutlich höherwertiger. Ich sehe das Wimpernserum gar nicht drin. Vielleicht ist das doch in einer anderen Box. Mal gucken. Blushment Blurring Blush von Love habe ich hier in der Farbe Beautiful Minds Empower Other. Ja, das ist so eine coole Marke gewesen, die es jetzt ja leider nicht mehr in den Drogerien gibt. Ich lasse es jetzt mal zu. Das ist so ein marmoriertes Blush. Also das wird weiter wandern, weil ich habe das, glaube ich, sogar damals mal aussortiert, eben weil es die Marke so nicht mehr gibt. Und das ist halt dann schwierig für mich, euch die Produkte dann auch in Schminkvideos und so weiter zu zeigen. Ja, der Inhalt kommt mir auch gerade bekannt vor. Das ist dann wahrscheinlich doch nicht die aktuelle. Dann habe ich hier von Bahia das, oh, das ist toll, das Body Scrub Moana mit Tiare Flower. Oh, das riecht so unglaublich gut und ich glaube, das ist auch recht hochpreisig. 76 Gramm, auch wenn es nur so eine kleine Geschichte ist, ne?
Dann habe ich auch noch von Scent in Sky Australian Emu Apple Super Bounce Mask. Ja, da sind 10 Gramm drin. Das hatte ich auch schon öfters mal in Anwendung und das ist richtig gut. Nicht jeder mag diese Maske. Ich finde die sehr schön. Dann haben wir hier von Nihan auch noch ein Parfum drin. La Seduction oder La Seduction. Nein, das ist eigentlich nur La Seduction. Ein Eau de Parfum mit 50 Millilitern. Das riecht, oh, nach Mandel, Tuberose und Tonkabohne. Ich muss gucken. Ich glaube, ich habe das... Ich glaube, ich hatte die Box schon mal da und ich glaube, ich habe das auch noch in meiner Sammlung. Riechst du hier natürlich nichts raus, Claudi. Aber gut, ja. Hört sich nämlich sehr, sehr geil an. Dann habe ich hier von Daily Concepts Multifunctional Soap Sponge Aloe Vera mit 45 Gramm. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was du verwenden kannst für Peeling und Waschen. Also Hand und Gesicht und Körper. Und hast du nicht gesehen? Genau. Oh. Weil du hast hier im Prinzip so ein Schwamm drin und da drumherum ist so eine Seife. Riecht auch sehr, sehr angenehm, sehr grün. Also so ein bisschen apfelgrünmäßig, ne? Kann auf jeden Fall was. Aber du bist nicht jetzt irgendwie so ein altes Produkt und bist abgelaufen. Nein, ich glaube nicht. Steht kein MHD drauf. Dann habe ich hier als letztes Produkt in dieser Box von Skin Division den Illuminating Balm mit 5 Gramm. Ja, das habe ich auf jeden Fall noch. Also die Box hatte ich definitiv, weil diesen, da kann ich mich dran erinnern, das war so ein riesen Verpackungsding mit einem kleinen Pöttchen. Und dieses kleine Pöttchen fand ich auch gar nicht so mega. Genau, wow. Das ist so Perlmutt rosa. Ja, das ist ein Highlighter, also so ein Cream-Highlighter quasi. Okay, aber wo ist denn jetzt meine Glossybox? Good. Müssen wir aber gleich mal irgendwie herausfinden. Irgendwo versteckt die sich vielleicht unter den anderen Boxen. So, da gab es nämlich auch erst so Zahlungsprobleme. Dann habe ich die einfach nochmal neu bestellt, als ich mir auch dieses Bundle bestellt hatte. Was ist das denn? Was war das? Ist da noch was drin? Oh, ich habe was vergessen. Das möchte ich euch natürlich nicht unterschlagen. Ja, manchmal sollte man noch die Boxen rappeln lassen. Ne? Und zwar habe ich hier ein Kajal von Alverde drin. Und zwar in so einem Blau, Light Blue Eyeliner Automatic. Der wäre ja auch noch mit drin. Also eine schöne Box ist das definitiv gewesen. Also ne, für also mit schönen Produkten, gute, ausgewogene Geschichte zwischen Pflege und dekorativer Kosmetik. Das finde ich gut, das mag ich. So, dann habe ich mir noch eine Man-Box bestellt. Das ist definitiv die. Das ist die Black Friday Sale 2023 Mystery Man-Box, für die ich 12,74 Euro dann bezahlt habe. Und ja, Schatzi braucht natürlich auch das ein oder andere Mal ein bisschen Pflege. Und das ist einfach The Man Box. Oh, Summer in Mind. Oh, die ist gar nicht aus Deutschland. Die ist aus Schweden oder so. Keine Ahnung. Oh, die Männer haben hier aber, also die schwedischen Männer haben hier definitiv viel mehr in einem Heftchen drinstehen. Das ist ein richtiges Booklet. Das ist ja cool. Okay, dann gucken wir mal, was die Männer hier so bekommen haben in Schweden. So, einfach mal von Palmolive, das kenne ich noch gar nicht. Sowas hatten wir bei uns in der Drogerie, glaube ich, noch nicht. Das Antiperspirant Pure Arctic. Oh, 48 Stunden Schutz, eine Originalgröße. Ich glaube, darüber wird sich mein Freund freuen. Das packe ich auf jeden Fall schon mal zur Seite. Dann von Hyaluron, von Eucerin, das Anti-Age Hyaluron Filler Pore Minimizing Skin Refining Serum. Das ist auch cool. Dürfte auch eine Originalgröße sein. Oh, läuft im August diesen Jahres ab. Da muss man ein bisschen aufpassen. 30 Milliliter sind hier drin. Genau. Ja, aber es ist noch nicht abgelaufen. Ne? Deswegen ist es noch haltbar. Oh, eine große Pipetten-Glasverpackung. Kannst du auf jeden Fall machen. Und dann haben wir hier noch drin von Polar Lichtschutzfaktor 50+. Das ist auch sehr gut, 20 Milliliter. Das ist ein sehr hoher Sonnenschutz. Sowas kann man super im Gesicht verwenden. Schade, Schokolade. Ich vertrage Polar leider nicht. Und ich verwende, also ich verwende als Lichtschutzfaktor auch immer einen 50er, also jetzt auch im Winter. Ne? Gut, manchmal einen 30er im Winter, bin ich ehrlich. Aber hauptsächlich verwende ich immer den 50er. Und ja, aber Polar vertrage ich einfach leider nicht. Da habe ich schon einiges ausprobiert. Von Now Bay habe ich hier auch noch Brighten Liveliness Orange Body Scrub. Schön. Auch wieder so ein Unisex-Produkt. Und da haben wir drin 50 Milliliter.
Ja, ich bin zwar nicht so der ultimative Orange-Fan auf dem Körper, also so zitrische Düfte ist nicht so ganz meine Welt, aber das kann man sich mal angucken. Und dann habe ich hier noch zwei Produkte von Peter Thomas Roth oder Peter Thomas Roth. Da gibt es, glaube ich, aktuell auch noch bei Look Fantastic die Limited Edition. Schaut gerne mal im E vorbei, da habe ich euch ein Unboxing verlinkt. Da haben wir hier die Water Drench Hyaluronic Cloud Cream. Zweimal. Oh. Okay, zweimal das gleiche, jeweils 7,5 ml, also 15 Milliliter von der Creme. Das ist einfach eine Gesichtscreme. Und die kannst du auch unisex verwenden. Also da ist jetzt eigentlich als Männerprodukt, klassisches Männerprodukt, nur das Deo drin gewesen. Ansonsten waren das Produkte, die alle verwenden können, wollen, sollen, dürfen, wie auch immer. Sowas finde ich persönlich auch immer relativ charmant. Nicht nur, weil es, wenn der Mann die Box bekommt und ihm nicht alles gefällt, dass er dann auch mit seiner Frau teilen kann. Sofern er eine Frau hat, sondern auch weil, oder mit seiner Mom oder so, ne? Sondern auch weil es einfach zeigt, dass die Männer vielleicht auch mal im Pflegeschrank der Frau vorbeigucken können. Ne? So oft, dass ich mir denke, Mensch, Schatzi, willst du nicht mal hier mein Creme, meine Serum, meine Creme, mein Serum, meinen Toner verwenden? So, jetzt habe ich hier die, vielleicht, weiß ich nicht, Limited Edition. Mystery Box Joyful Glossy Glow für 17 Euro, glaube ich, dass ich dieses Ei hier für 17 Euro geschossen habe. Vielleicht ist es aber auch die Summer Dream Box, wobei Summer Dream jetzt ja nicht unbedingt zu Ostern passt. Weiß man nicht. Okay, so, dann machen wir das mal auf. Das Osterei hat mir eigentlich gut gefallen letztes Jahr und das ist ja auch, glaube ich, das vom letzten Jahr. Da haben wir, das habe ich heute Morgen noch verwendet, den Mask Remover von Glove. Das ist einfach so ein Tuch halt, ne? Finde ich großartig, habe ich aber mittlerweile, glaube ich, schon 3 Stück von. Und damit kann man definitiv sehr schön sein Gesicht waschen, aber auch halt Gesichtsmasken runternehmen. Und ich verwende morgens immer Crememasken. Dann haben wir etwas, was ich wahrscheinlich nicht verwenden werde, weil das hatte ich schon mal verwendet und das klebt wie Hulle. Der Ultrasun After Sun 10 Booster, Gradual 10. Da ist auch noch Selbstbräuner mit drin. Jo, 150 Milliliter. Ja, das klebt doch sehr. Dann haben wir von Banana Beauty Stay in Line einen Lip Liner hier drin. Da muss ich mal gucken. Wahrscheinlich habe ich die Farbe dann ja schon, wenn ich den ja schon hatte. Rose O'Clock, den müsste ich haben. Kommt mir bekannt vor. Ist auf jeden Fall so eine ganz klassische, aber wirklich schöne Farbe. My Lips But Better, ne? Also wirklich toll. Und wie gesagt, das, was hier drin ist und was dekorative Kosmetik ist, wird dann auch im Full-Face Beauty Boxen demnächst zu finden sein. Wieder von Bubble Tea, Peony and Cherry Blossom. Das hatte ich letztens auch schon mal verwendet. Das ist ein Duschgel mit 100 Millilitern. Und da war ich so enttäuscht, weil der Duft leider nicht so rauskam. Das war echt schade, ne? Dann habe ich einen ganz tollen Abschminkbalsam hier drin von The Body Shop Chamomile, 20 Milliliter. Der ist gut. Den kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Ist auch eine schöne Reisegröße, ne? Und ich bin jetzt demnächst auch auf Reisen und dann werde ich den definitiv mitnehmen. In Schwarzwald geht es mit Melli zum Beispiel zusammen. Bei ihr könnt ihr auch vorbeigucken. Die packt auch monatlich die Glossy Box aus und auch die zeigt euch auch Vlogs und hat so, so coole Videos zu Budgeting, zu Minimalismus und so, ne? Also schaut gerne bei Mello Flori vorbei. Von MCo Beauty habe ich den Cheek and Lip Tint. Den hatten wir ja auch schon öfters mit dabei. In Flamingo Pink bin ich raus. 5 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und ja, also pinke Lippen. Bei mir sieht schon so viel so Barbie-mäßig aus. Dann brauche ich nicht auch noch einen pinken Lip Tint, der mich noch mehr Barbie werden lässt. Also, es sei denn, ich will gerade beim Barbie-Trend mitmachen. Dann habe ich von Diego Dalla Palma in einer wirklich kleinen Größe einen Water-Resistant Eyebrow Pencil in einer, ich denke, sehr, sehr dunklen Farbe. Ja, so ein kleiner, ein ganz kleiner Vertreter seiner Zunft. Ne? Also ja, ein kleiner Augenbrauenstift in so einem Mittelbraun, würde ich sagen. Boah, schön. Als nächstes finden wir hier die Art Deco Mascara drin. Twist for Volume. Die müsste ich auch noch da haben, glaube ich. Ja, ist diese hier. Und wir kennen zum Beispiel ja auch die By Terry Mascara vielleicht. Und das war so der Ursprung des Ganzen. Und dann haben immer mehr Firmen das dann auch mal so gemacht. Also Art Deco hat das bei sich mal hier im Sortiment. Dann habe ich das bei Kiko auch schon gesehen. Ein bisschen abgewandelt hat, glaube ich, Gatobi das damals mal gemacht mit 2 verschiedenen Rauskommendingern für das Bürstchen. Genau, also da werde ich auf jeden Fall dann meine von in das Fullface mit reinpacken. Hey Honey, Uncover Detoxifying Matte Mask. Die finde ich interessant. 20 Milliliter sind hier drin. Und ja, das ist eine Gesichtsmaske, die zwar nicht mehr so nice aussieht und
auch nicht mehr so nice anfühlt. Mal gucken. Packe ich mir mal zur Seite, werde ich dann vielleicht dann demnächst einfach mal aufbrauchen. Christophe Robin haben wir hier drin. Ich meine, dass ich die verwendet hatte. Eine Hydrating Melting Mask mit Aloe Vera für ja, mehr tolle Haare quasi. 40 Milliliter sind hier drin. Und das ist eine sehr, sehr hochwertige, hochpreisige Haarpflegemarke. Sowas hat man doch gerne in solchen Boxen drin enthalten. Ein Magazin habe ich hier noch mit dabei. Yo, und an die kann ich mich auch erinnern. Die waren ganz schlimm. Oder war das denn vom vorletzten Jahr? Weiß ich nicht. Plump Lip Capsule Mask von Kokostar. 7 Stück sind hier drin. Das ist schon hardcore, ne? Also das ist halt wirklich so mit Chili und ich fand es zu heftig und ich habe es dann irgendwann mal mit auf dem Mädelsabend gehabt und dann haben verschiedene Freundinnen von mir das auch ausprobiert. Also das ist wirklich eine Mutprobe und nee, also das muss jetzt echt nicht sein, ne? Na, ist aber eine schöne Verpackung, das kann man jetzt, bald ist ja wieder Ostern, ne? Kann man gut verwenden. So, als nächstes habe ich hier eine Mystery Box Glossy New Year für 6,80 Euro. Vielleicht ist es die, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall vom Thema her eigentlich relativ passend, weil es ist die Cheers to Us Box. Also quasi die Box, die ich glaube 2022 oder so im hier Dezember oder im Januar 2023 dann rausgekommen ist. Die kam jetzt in so einer Special Edition, halt mit so einer Maske, yay. Da kann man sich das Band nehmen und dann die Maske umbinden, wie man so lustig ist. Raschel, raschel. Und so, hier habe ich drin, oder ist das die aktuelle Box? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es hier von Nivea Cellular Luminous Antipigment Flecken Tagesfluid mit Lichtschutzfaktor 50, mattiert, zweimal Vitamin E. Wie viel sind denn hier drin? 10 Milliliter, ja. Das ist eine etwas kleinere Größe, aber so kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren, ob einem das gefällt. Pigmentfleckenreduktion finde ich immer ganz nice. Also je mehr man in die Jahre kommt, desto mehr kommen die Sonnenschäden dann zum Vorschein. Und dann kommen Niacinamide zum Beispiel immer ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, ob hier Niacinamide drin enthalten sind. Das müsste man sich dann einfach mal etwas intensiver angucken, weil die Zutatenliste ist hier wirklich sehr, 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 sehr lang. Auf jeden Fall Glycerin, was dann ja auch schön feuchtigkeitsspendend ist, ne? Genau, aber ansonsten weiß ich nicht, was hier alles so drin ist. Ja, und Lichtschutzfaktor 50, habe ich ja eben schon gesagt, verwende ich super gerne. Und hier ist dann halt so ein kleines Tübchen drin, ne? 10 Milliliter halt. Zum Ausprobieren auf jeden Fall eine feine Sache. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein Ding ist, was du als hier sowohl Gesichtscreme als auch als Lichtschutzfaktor verwendest, dass du nicht zwei Produkte brauchst. Dann habe ich hier Bubble Tea wieder am Start. Black Cherry and Vanilla Body Scrub. Also Körperpeelings habe ich hier allerhand drin. Hört sich sehr, sehr geil an, 100 Milliliter. Und Kirsche und Vanille ist natürlich traumhaft jetzt in der kalten Jahreszeit. Finde ich schön. Dann haben wir hier Lashes drin enthalten von Catrice Ultimate Extension Lashes. Das sind diese hier. Werde ich jetzt nicht verwenden. Ich bin kein Fan von Fake Lashes, aber das liegt einfach daran, dass ich ja mein Wimpernserum verwende und die Wimpern dadurch halt abgehen wie ein Zöpfchen. Kann ich euch dann auch gerne mal, by the way, in der Infobox verlinken, wenn ihr möchtet. Urban Alchemy habe ich hier das Carbon Detox Shampoo. Daily Detox Cleanser, 200 Milliliter. Ich glaube, das wäre eher so ein Produkt, was ich dann so alle 2-3 Haarwäschen nur verwenden würde, weil ansonsten kann es sein, dass man die Kopfhaut ein Stück weit zu viel reinigt und austrocknet. Interessant finde ich es aber auf jeden Fall. Ich packe mir das mal auf die Seite von den Sachen, die ich gegebenenfalls behalte. Dazu passend haben wir nochmal von We Are Paradox, und das sind so gute Sachen, ein Conditioner, Moisture Conditioner mit 50 Millilitern. Und We Are Paradox macht ganz, ganz tolle Haarpflegeprodukte. Der ist toll, den stelle ich mir auch auf die Behalten-Seite. Und als letztes Produkt habe ich hier von Le Rouge Français. Das hatten wir letztens aber auch noch in Boxen drin. Zenobier. Ein Creme Blush, die Nummer 230. Ja, ne? Also auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Und ein sehr pinker Blush wieder. Das heißt, der wird dann wahrscheinlich nicht bei mir bleiben. Muss ich mal gucken, aber eher weniger. Nun, ja, das war jetzt die vorletzte Box in meinem Bundle, was ich bestellt habe. Und dann hoffe ich jetzt natürlich, dass die letzte Box, die ich hier habe, nicht die Mystery Girls Box Glam für 8,50 Euro ist, sondern meine Box, die ich ja eigentlich bestellt habe für 18 Euro, die Oktober Smile Edition, wo ja auch mein Grande Lash drin sein müsste. Aber hier kommen wir zu einem kleinen Problem. Das ist diese Verpackung. Keine Ahnung. Mal gucken. Die Be Different, Be Real
Hier habe ich aber auch diesen Be Different, Be Real Flyer drin. Vielleicht hat Glossybox auch einfach mal wieder einen Fehler gehabt, ne? Dass die mir dann anstelle von meiner Box einfach nochmal die gleiche geschickt haben. Ja, haben sie. Denn das hier ist die Box, die ich euch, ich glaube, ganz am Anfang vorgestellt habe. Yay! Habe ich mal wieder Spaß? Darf ich den Kundenservice kontaktieren? Das ist bei Glossybox ja immer etwas schwieriger. Nun, werde ich mal ausprobieren, mal gucken, ob ich es hinkriege. Ich halte euch dazu mal auf dem Laufenden. Ja, eben in Anbetracht der Tatsache, dass ich halt meine Glossybox Girls hier nicht mit dabei habe, kann ich ja auch eigentlich nicht sagen, dass ich 105,55 Euro dafür bezahlt habe, weil da ja quasi die 18 Euro von abgezogen werden müssen. Aber nun, dennoch habe ich einen richtig krassen Warenwert auf meinem Tisch stehen. Und hier sind auch gute Produkte drin. Ich hatte jetzt soweit nichts mit dabei, was jetzt direkt schon abgelaufen war, sondern eher Produkte, die jetzt so bald ablaufen. Bei Alverde kann ich jetzt ja nochmal spicken. Die haben ja manchmal ein MHD draufstehen, eben weil es halt Naturkosmetik ist, aber das steht jetzt hier so nicht mit am Start. Aber das ist halt das, was man oft sonst hatte, ne? Dass man halt irgendwelche zusammengewürfelten Boxen mit Lager leer gefegt und rein damit bekommen hat. Ich behalte doch relativ viele Produkte und bin vor allem sehr, sehr froh über diese Body Peelings, die hier mit drin sind. Finde ich persönlich gerade auch ein bisschen witzig. Und auch wenn ich die Glossybox selber im Abo habe und auch viele der Produkte schon hier habe, sind hier sehr viele brauchbare Sachen für mich mit dabei. Man muss halt immer dran denken und darf nicht vergessen, dass ich ja auch hier diese ganze Geschichte YouTube, ne, beruflich mache und ganz, ganz viele von den Produkten, die hier auf dem Tisch stehen, dann ja auch in Verlosung weitergeben kann. Das ist nicht der Fall, wenn ich jetzt Privatperson wäre. Da kann ich empfehlen, halt solche Bundles zu bestellen, wenn man entweder gar nicht die Box im Abo hat oder wenn man sich zusammentut mit ein paar Mädels, mit ein paar Freundinnen, ne, und man dann einfach untereinander so aufteilen kann, dass das Ganze halt irgendwie gerecht gemacht wird, weil ich glaube, dass hier einfach auch viele verschiedene Geschmäcker vertreten sind. Und ja, deswegen lohnt sich das dann schon. Aber ich würde es jetzt nicht einer Privatperson empfehlen, sich da einfach 7 Boxen aus dem Bundle zu bestellen und darauf zu hoffen, dass da brauchbare Produkte für einen mit dabei sind, wenn man die Produkte ja eigentlich durch die Boxen eh schon bekommen hatte. Ne? Nun, schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Video, beziehungsweise zu dem Inhalt der Boxen und auch zu dem Glossy Sale an sich in die Kommentare. Ich werde jetzt nachher den Kundenservice kontaktieren und dann schauen wir mal. Ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.